Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer PlayTV, und begrüße euch zum nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir müssen heute wieder schauen, wer bekommt jetzt die Geistermaske. Deswegen, aber ich weiß das, glaube ich, sogar, wer sie bekommt, also weg hier. Und dann, wenn wir mal kurz die Maske in Ruhe lassen, weil dann gehen wir mal jetzt endlich weiter in der Hauptstory und zu den Soras. Ich hab sie schon eingesammelt, die brauchen ja. Da können die nur rollen. Wo ist der kleine Burg da? Hey! Oh, Graus, das ist Boris, der Totengräber! Nanu? Oh, es ist nur eine Maske! Wow, ich bin ganz schön erschrocken! Gibst du mir die Maske? Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Haha, hier, das Geld. Jetzt gehen wir noch einmal schnell zurück zum Masken-Salesman. Ich glaube, den Masken, die was er mir jetzt gibt, den kann ich Gabi Kahn geben, oder? Weiß ich Gott nicht. Du musst überlegen. Ja, ja. Wer braucht den Kampf? Ich weiß es nicht, leider. Wenn jetzt die Hasen kommen, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Dann müssen wir also weiter in der Hauptstory machen. Okay. So, okay. Das war jetzt der Beweis, dass diese Quest dabei auf Eis gelegt wird. So. Hier unten sind die Masken, dass es mal merkt. Was? Na gut, ab zu den Soras. Und bevor wir dann zu Prinzessin Zelda uns die Kacke wieder noch zwei Steine gehen, machen wir ein bisschen noch was an Hylia sehen. Und dann. Eigentlich machen wir Ast auch am Hylia sehen, was ist das? So.
Hallo! Es sieht so aus, als wärst du erfahrener und kräftiger, Willuki. Direkt vorgelegt zu Soras Reich. Der Soras dienen der Königsfamilie von Harry und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur mit einem Abgesandten der Königsfamilie. Spiele vor dem Portal als Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Hab ich dir! Fitti! Keinen Bock. Dum, dum, dum. Da, la, la. Und? Oh, genau da immer, wo ich hinlaufe. Wie viel haben wir jetzt geholt, du lässt schon? Ach, der. Auch nicht schlecht. Ah, nix. Okay. Du musst mitnehmen. Ich habe gesagt, jetzt können wir mal ein bisschen was machen. Dafür kommen wir die zu. Also das ist gut, oder? Etwas logisch, aber auch nicht. Und der Herzteil. Einmal noch ein paar Lieder, um das zu eine da. Zack. Was haben wir da? Eine Kiste. Ist ja wieder nur mit Rubinen, aber egal. Und zacken. Läuft. Gib mir Kuhn. Feenkunden? Warte mal. Na, falsch. Wie machen wir das? Haben wir den zweiten Feenbrunnen gefunden? Ja. Drei Hühnchen. Und jawohl. Wieder Herzteil. Wow. So.
Da kommt man von den verlorenen Wäldern. Und da muss man natürlich wieder was spülen. Okay. So. Dann machen wir nur eine Quest schnell. Jawohl. Ach so, was war hier schon cool. Oh, jawohl, endlich. Wir vertauchen. Yay. So, Leute. Dann machen wir. Oh, wir haben noch Zeit. Ich kann mal noch etwas schnell machen. Das ist hier bei Ausrüstungsmenü da. Irgendwo. Ja, da. N64 hat da Dill gemacht. Und 3DS nicht. Da habe ich aber schon eine Idee. So, wo ist ausgegangen? War ich zu langsam? Nein! Hey, wo haben wir eine ausgeschlossen? Eine ausgeschlossen ist ja keine. Machen wir 5 Uhren, geil. Oh, mal, geil.
Okay, Leute, das machen wir nächste Folge weiter. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann zeige ich mal schön mit euch, ciao mit VW, sehen uns bei der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Macht's gut, ciao! Hey,